teilweise diese Hahnenfüße schon verblüht. Die Margariten teilweise auch schon. Sind noch nicht in voller Blüte da. Und das, wie gesagt, Ende Februar. Sind schon durch, danke. Dafür blüht der Ginster schön. Hier dann nochmal schöne prächtige Gänsedistel. Hier da. Blauer Hintergrund, blauer Himmel, lila, schöterig. Hier sind auch diese Gänsedisteln da noch voll in der Blüte. Teilweise unten waren die ja schon verblüht. So, wir hatten ja hier vor 5 Jahren diesen Brand. 2017 war das ja. Das hat sich jetzt wieder ziemlich verändert. Also vor ein paar Jahren waren hier noch sehr viele Bodenblühe. Die sind jetzt alle schon wieder ziemlich weg, weil die Bäume wieder mehr Schatten werfen, die Ginster sich mehr ausgebreitet haben. Das ist deutlich weniger geworden. Hier auch ganz schön lila. Oder diese gelben hier nach Riesenfenchel, sogenannter Rutenkraut, die dann auch ziemlich groß, wie man hier sieht, über 2 Meter.
tolle Blüte der Hahnenfüße hier. Ein schöner, schön großer Mandelbaum. Da sind jede Menge Mandelbäume da noch rauf hier oben.